Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Microsoft BitLocker to go versus hardwarebasierte USB-Verschlüsselung. Freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Verschlüsselung ist ein sehr wichtiges Thema, ein sehr spannendes Thema und auch im Bereich von USB und der USB-Security ist es wichtig, dass Sie das Thema Verschlüsselung weiterhin stark fokussieren, denn Datenträger, die können gerne verloren gehen und wenn auf diesen Datenträgern sensible Informationen gespeichert gewesen sind und die Datenträger sind nicht verschlüsselt worden, dann haben Sie ein Problem. Nicht nur im Zuge der DSGVO, sondern auch im Zuge von weiteren Risiken. Mitbewerber beispielsweise können an das Know-how rankommen, aber auch die ein oder anderen Daten über Ihre Mitarbeiter können unter Umständen auf den Datenträgern abgespeichert werden und auch das möchte man nicht. Deswegen ist es wichtig, generell dafür Sorge zu tragen, dass Daten auf allen Speichermedien, egal ob intern verbaut oder extern, immer verschlüsselt werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die hier und da ja, etwas einfacher zu bedienen sind oder etwas schwieriger. Generell bei der Verschlüsselung ist es wichtig, dass die Mitarbeiter oder die Anwender generell die Verschlüsselung am besten gar nicht erst spüren. Denn die Security-Maßnahmen können so hoch wie möglich angesetzt werden. Wenn aber die Mitarbeiter sagen, ich kann damit nicht arbeiten, dann suchen auch die Anwender gerne mal die Möglichkeit, diese Sicherheitsmaßnahmen umgehen zu können. Und das ist besonders auch im Bereich der Verschlüsselung immer wieder festzustellen. Deswegen ist es wichtig, dass Verschlüsselung so einfach wie möglich gestaltet wird, aber auch überall verwendet werden kann, egal an welchem System ich heutzutage arbeite. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht nur die klassischen Notebooks und Computer gibt, sondern auch mittlerweile Mobile Devices, Tablet-PCs oder auch OT-Geräte. Und auch dort müssen Daten verschlüsselt verwendet werden, beziehungsweise auch zu diesen Geräten transportiert oder auch weg von diesen Geräten transportiert werden können. Das bringt gerade in Unternehmen die ein oder anderen Herausforderungen und darauf möchten wir, wie gesagt, in den nächsten Minuten genauer in diesem Webinar eingehen. Bevor wir aber zum Thema genauer einsteigen, möchte ich Ihnen hier ein paar Informationen auch zu meiner Person mitgeben. Wer ist heute der Speaker? Sie sehen mich in der Kamera, aber jetzt auch entsprechend, wenn die Kamera bei Ihnen nicht eingeblendet wird, hier auf dem Bildschirm. Mein Name ist Daniel Döring. Ich bin ja, Geschäftsführer der Firma EgoMind sowie auch der Firma Smart to Success. Komme ich auch genauer nochmal darauf zu. Aber erstmal zu meiner Person. Ich bin seit 2004 in der IT tätig. Ja, und seit 2007 hat es mich dann entsprechend auch in die Endpoint Security, also in die IT-Security-Welt verschlagen sozusagen. Gerade da hatte ich auch meinen Schwerpunkt im Bereich der Schnittstellenkontrolle, also welche Geräte dürfen an einem Rechner wie verwendet werden, zu welchen Zeitpunkten und von welchen Anwendern. Das haben wir entsprechend im Bereich der Schnittstellenkontrolle, also im Englischen Device Control, betrachtet. Auch das Thema Verschlüsselung, egal ob in der Cloud, auf USB-Speichermedien oder auch lokal an den Festplatten, ist wichtig. Auch hier entsprechend habe ich die ein oder anderen Erfahrungen in den letzten Jahren mehr und mehr vertiefen können und rede auch gerne darüber und auch das Thema der Protokollierung sowie weitere Themen der Applikationskontrolle und Malware Protection. Gerade auch hier ist es sehr stark zu spüren, wenn wir nochmal das Thema USB genauer betrachten, dass die Angriffe, die heutzutage auf Unternehmen, auch besonders auf kritische Infrastrukturen getätigt werden, dass diese auch wieder vermehrt auf externen Speichermedien, also USB-Sticks, SD-Karten, externe Festplatten etc. vorkommen. Wir kennen auch 2009, 2010 die ersten Viren wie Configure und Stuxnet. Oder vorher hat man sich der Outrun-Datei bedient, dass man da auch die ein oder andere Malware auf die Systeme bringt. Und das spüren wir in den letzten Jahren wieder sehr verstärkt. Das heißt, es gibt wieder neue Versionen von diesen Viren, von dieser Malware, die sich zunutze machen, dass beispielsweise Servicetechniker an Produktionsmaschinen gehen, die air-gapped sind, also abgeschnitten von der restlichen IT-Infrastruktur, vom Internet etc., aber über USB unter Umständen betankt werden müssen, sagt man an der Stelle, wenn man dann die Daten auf diese Rechner über USB bringt. Auch beispielsweise Bankautomaten etc. Und
Hier sehen wir sehr stark, dass verschiedene Angriffsszenarien wieder vorhanden sind, wie beispielsweise im Bereich von Malware, die über USB verteilt wird, aber auch beispielsweise das Thema Bad USB mehr und mehr kommt. Das heißt, es werden beispielsweise per Post Bad USB-Sticks versendet. Bad USB, was ist das eigentlich? Ein Bad USB ist im Prinzip ein USB-Gerät mit manipulierter Firmware. Manche, die kann man schon vorgefertigt kaufen in Hackershops, relativ einfach, unkompliziert und für wenig Geld, um dann entsprechend seine Angriffe noch einfacher tätigen zu können. Aber jedes USB-Gerät, das es zulässt, dass die Firmware verändert werden kann, kann zu so einem Bad USB umgebaut werden sozusagen. Und da ist es auch wichtig, dass natürlich diese Geräte, die ich auch über USB, egal ob das jetzt 1, 2, 3 USB oder C oder was auch immer ist, dass ich diese Geräte auch sichere, dass die Firmware nicht manipuliert werden kann. Und das ist auch ein weiteres Thema, das man zusätzlich zum Thema der Verschlüsselung betrachten sollte, dass die Geräte immer sicher sind. Und da ist natürlich zum einen das Thema Vertrauen sehr wichtig, aber auch wichtig, dass man ein bisschen hinterfragt, okay, gut, wenn ich gewisse Geräte kaufe, wie sicher sind sie? Von Amazon gibt es günstige Geräte. Habe ich da die gleiche Sicherheit wie vielleicht bei den ein oder anderen Geräten, die ich bei namhaften Herstellern entsprechend beziehe und die dann noch weitere Maßnahmen mit sich bringen, die auch beispielsweise zertifiziert sind von gewissen Stellen, wie das BSI oder auch in Amerika das NIST. Da gehen wir auch nachher genauer drauf ein, dass auch entsprechend natürlich wichtig ist, im Zuge der Verschlüsselung genauer zu schauen, okay, gut, welche Standards werden erfüllt und was gibt es außenrum auch noch zu beachten, bevor man sich entsprechende Geräte im Unternehmen anschafft. Genau, das sind die Themen, also Sie sehen, die ich die letzten Jahre gelebt habe und auch entsprechend natürlich weiterlebe und mein Know-how da entsprechend weiter vertiefe und Ihnen heute entsprechend in diesem Webinar auch nochmal genauer aufzeigen möchte. Wie gesagt, Schwerpunkt ist das Thema Verschlüsselung für externe Datenträger, aber man sollte auch an der einen oder anderen Stelle nochmal etwas genauer schauen, was um die Verschlüsselung passiert. Ja, zum Unternehmen. Egomind ist ein deutscher Anbieter für Software Development as a Service. Das heißt, wir unterstützen hier entsprechende Softwareanbieter, dass wenn neue Produkte, neue Innovationen auf dem Markt ja, veröffentlicht werden sollen, beziehungsweise platziert werden sollen, dass hier entsprechend die Kapazitäten, die Ressourcen auch im Zuge von Software Development as a Service bezogen werden können. Das heißt, wir bieten einen Rundum-Service, um entsprechende Produkte softwareseitig einfacher und schneller auf dem Markt platzieren zu können. Hier durch beispielsweise Produktmanagement, Produktdesign, Produktentwicklung, aber auch Quality Assurance, also Tests etc. Bis hin zu Produktmarketing unterstützen wir entsprechend unsere Partner. Wir reden nicht über Kunden, sondern über Partner in jeglicher Hinsicht. Das ist der Schwerpunkt von Egomind. Da wir aber uns entsprechend mit verschiedenen Lösungen in der IT auskennen, schauen wir natürlich auch gerne, was gibt es für Maßnahmen in der IT oder auch wie in diesem Fall in der IT-Security, die wir von unserer Seite empfehlen können und wie sehen die Produkte dazu aus. Und somit kommen wir auch zum heutigen Webinar, das wir entsprechend im Zuge der Verschlüsselung genauer aufzeigen möchten. Smato Success, ein weiteres Unternehmen, bei dem ich Geschäftsführer bin, kümmert sich um das Thema Projektmanagement, Change Management, aber auch Asset Management sowie Prozess- und Service Management. Hier möchten wir ein zentrales Datenfundament bilden, in dem entsprechend zu jeder Zeit Transparenz besteht, wie sehen die Projekte in meinem Unternehmen aus und was ist drumherum zu beachten. Das heißt, auch wenn ich über Assets rede, das kann ein USB-Stick sein, das kann ein Rechner sein, das kann aber auch beispielsweise ein Gebäude sein, das ich in den jeweiligen Projekten auch betrachten muss, wenn ich hier entsprechende neue Projekte starten möchte oder auch Changes starten möchte, bis hin zu Risk Management und Notfallmanagement, das dann auch mit diesem zentralen Datenfundament ausgestattet werden können. So viel erstmal zu meiner Person und zu den Unternehmen, die ich auch entsprechend vertrete. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema des heutigen Webinars, nämlich zum Thema der USB-Sicherheit bzw. zur USB-Verschlüsselung. Hier ein paar Informationen,
Weil wenn ich mit den ein oder anderen Kontakten heutzutage rede oder Gesprächspartnern heutzutage rede, dann heißt es ja, USB war früher interessant, aber braucht man ja nicht mehr so. Das ist nicht ganz der Fall. Also auch in Unternehmen sehen wir, dass USB nach wie vor sehr stark eingesetzt wird. Und der Datentransport über USB nach wie vor, wie auch schon früher, weiterhin vorgenommen wird. Wir sehen auch entsprechend hier anhand der Studie von Statista auch der Umsatz von USB-Speicher oder der Absatz von USB-Speichermedien hier in Millionen dargestellt, ist nach wie vor sehr hoch. Das heißt, davon auszugehen, dass in meinem Unternehmen USB-Datenträger nicht mehr eingesetzt werden, würde ich nicht sagen oder würde ich auch an der Stelle nicht empfehlen, sondern Sie müssen an der Stelle wirklich schauen, gibt es die Verwendung von USB-Speichermedien? Und wenn ja, wie kann man hier diese Daten schützen, die auf USB-Speichermedien abgespeichert werden sollen? Wo sehen wir es verstärkt? Wir sehen verstärkt die Verwendung von USB-Speichermedien jetzt auch wieder im Zuge des Datentransports aus dem Unternehmen heraus. Und da rede ich jetzt nicht aus dem Unternehmen, was die Mitarbeiter anbelangt, sondern den Datentransport der Mitarbeiter aus dem Gebäude des Unternehmens in das Homeoffice beispielsweise. Sehr viele Daten, die werden gerade jetzt, wo man hybrid arbeitet oder mehr hybrid arbeitet, an verschiedenen Stellen verwendet und verarbeitet. Im Gebäude der Unternehmen, also im Office, im Büro, aber auch im Homeoffice. Und sehr viele Mitarbeiter verwenden hier den USB-Stick, um diese Daten transportieren zu können. Sieht man auch beispielsweise in einigen Serien und Filmen, dass der USB-Stick gerne mal angesteckt wird. Nicht nur für diese Zwecke, sondern auch unter Umständen, um Daten ins Unternehmen bringen zu können, beziehungsweise aus dem Unternehmen herauszuschleusen. Und hier ist es nicht immer gut gewollt. Teilweise finden auch solche Angriffe tagtäglich in der Industrie und Wirtschaft statt, dass über USB die ein oder anderen Daten in Unternehmen infiltriert werden, wie Malware beispielsweise. Ich habe ja vorhin das Thema schon angesprochen, aber auch Datendiebstahl stattfindet. Und da sollte man sich entsprechend schützen. Und was auch entsprechend anhand von Studien aufgezeigt wurde, ist, im Durchschnitt verwenden Mitarbeiter mehrere USB-Sticks, bis hin zu 5 USB-Sticks. Hier gibt es verschiedene Risiken im Umgang mit mehreren Datenträgern, wenn der Mitarbeiter beispielsweise an der Stelle mehrere Datenträger hat, dann kann es mal vorkommen, dass einer dieser Datenträger verloren geht. Er rutscht aus der Tasche, er wird vergessen, was auch immer. Hier ist es wichtig, dass die jeweiligen Stellen im Unternehmen dann auch informiert werden. Wenn aber der Mitarbeiter zu viele USB-Datenträger hat, externe Speicher, wie Festplatten oder USB-Sticks etc., dann kann es sein, dass der Mitarbeiter das gar nicht beachtet, nicht böswillig, sondern er kann ja weiterarbeiten. Er kann ja auf weiteren USB-Geräten dann auch ja, die Daten abspeichern, die er benötigt. Er merkt es erst, wenn er beispielsweise auf eine Datei den Zugriff benötigt, die er nicht irgendwo anders gespeichert hat, sondern auf dem USB-Stick. Dann kommt es vor, dass der Mitarbeiter vielleicht auch die IT oder die jeweiligen Stellen im Unternehmen informiert, dass der Datenträger verloren gegangen ist. Findet aber auch nicht immer statt. Und das ist ein Risiko, das Sie entsprechend eingrenzen können, durch beispielsweise Schnittstellenkontrolle oder den bewussten Bezug von US oder auch der bewussten Bereitstellung von USB-Datenträgern, indem Sie Ihren Mitarbeitern gezielt USB-Sticks in die Hand geben und sagen, das ist dein Firmen-USB-Stick, hier drauf dürfen Firmendaten abgespeichert werden, aber bitte nicht private Daten, weil die können unter Umständen auch Malware verseucht sein. Das ist eine der Maßnahmen, die man hier entsprechend schon empfehlen kann. Und auch da habe ich auch entsprechende Hinweise, wie Sie die Verwaltung von externen Datenträgern auch nochmal vereinfachen können im weiteren Verlauf des Webinars. Ja, und die Frage ist, wir sehen, okay, der Absatz von USB-Datenträgern ist nach wie vor sehr hoch, aber was ist denn eigentlich im Unternehmen zu erwarten? Wie ist die weitere Verwendung von USB-Datenträgern zu sehen. Und da sehen wir beispielsweise in einer relativ aktuellen Honeywell-Studie, dass die Nutzung von USB-Sticks gerade in Industrieunternehmen im Jahresvergleich um 30% gestiegen sind. Also wir können davon ausgehen, dass die Verwendung von USB-Datenträgern,
wie gesagt, das können USB-Sticks, externe Festplatten sein, etc., weiter steigt und dass hier mehr und mehr Mitarbeiter den Zugriff auf die jeweiligen Datenträger benötigen oder auch entsprechende Datenträger an sich benötigen. Und gerade das Beispiel, was ich vorhin auch genannt habe, wir sehen sehr stark, dass Mitarbeiter, die mehr und mehr auch wieder aus dem Homeoffice arbeiten möchten oder arbeiten müssen, dann die Daten des Unternehmens auf externe Speichermedien ablegen. Und wir sehen auch mehr und mehr gerade im OT-Bereich, also in dem Bereich der Produktionsmaschinen, dass hier auch Datenträger angesteckt werden, weil diese Geräte aus Sicherheitsgründen von restlichen Netzwerken, also von der klassischen IT-Welt getrennt werden und dann auch an der Stelle keine Internetverbindung haben. Das heißt, der einzige Weg, Daten auf diese Geräte zu bringen, das sind Geräte wie beispielsweise Roboter oder auch Kassen-PCs können das sein oder weitere PCs, die ja keinen klassischen Rechner darstellen. Das sind diese OT-Geräte. Und an denen werden, wie gesagt, auch sehr stark USB-Speichermedien angesteckt. Und da sehen wir, dass gerade, wie gesagt, im Bereich der Industrieunternehmen die Verwendung von Speichermedien, von externen Speichermedien am Wachsen ist. Auch kommt es vor, dass die ein oder anderen Mitarbeiter sagen, ja, ich habe da so einen USB-Stick von zu Hause. Den kann ich ja entsprechend im Unternehmen verwenden. Da braucht ihr mir nicht extra einen USB-Stick bereitstellen. Ich habe da was. Das ist ähnlich wie wenn der Mitarbeiter sagt, ja, zu Hause verwende ich die ein oder andere Software. Die kann ich auch im Unternehmen installieren, wenn ich die entsprechenden Rechte habe. Dann kann ich in dem Fall beispielsweise bei Anwendungen als Unternehmen das Problem bekommen, dass im nicht kommerziellen Sinne die Software kostenfrei ist, aber wenn die ein oder andere Freeware im Unternehmen eingesetzt wird, dann ist diese Lizenz pflichtig. Das heißt, manchmal möchten die Mitarbeiter etwas Gutes tun, aber wissen nicht, dass sie unter Umständen dem Unternehmen auch schaden können. Und genauso ist es auch bei der Verwendung von privaten USB-Sticks, denn diese privaten USB-Sticks, da wird vielleicht noch ein bisschen mehr aufs Geld geachtet. Das heißt, man möchte so viel wie möglich an Speicher haben, am besten terabyteweise und die Geräte sollen vielleicht nur, ich übertreibe es mal, 5 Cent kosten. Gerade bei diesen Geräten, ich habe vorhin gesagt, man kann ja das zuhauf auch bei Amazon und Co. finden, ist vielleicht die Sicherheit nicht so wie bei den namhaften Herstellern. Auch wenn diese Geräte verschlüsselt sind, bieten sie vielleicht nicht die beste Art der Verschlüsselung. Und Verschlüsselung hat nichts mit dem Verschlüsselungsalgorithmus zu tun, sondern bei Verschlüsselung ist ein bisschen mehr zu beachten. Da gehe ich auch gleich nochmal genauer drauf ein. Aber wie gesagt, es gibt die einen oder anderen Mitarbeiter, die nichts Böses tun wollen, die sogar dem Unternehmen helfen wollen, indem man sich die Kosten sparen kann und den einen oder anderen privaten USB-Stick am Firmenrechner ansteckt. Wenn man einfach mal auch die unterschiedliche Wahrnehmung betrachtet, was sagt die IT? Abteilung, was sagen die IT-Verantwortlichen, was sagen die Mitarbeiter selbst, dann sehen wir, dass 35% der IT-Verantwortlichen laut Studien hier der Meinung sind, ja, bei uns werden im Unternehmen auch die ein oder anderen privaten USB-Sticks angesteckt. Das ist ja nicht viel. Das heißt, die Mehrheit geht davon aus, dass private USB-Sticks nicht am Firmenrechner angesteckt werden. Aber wiederum sehen wir in der gleichen Studie, dass 77% der befragten Mitarbeiter, also jetzt aus der anderen Sicht, sagen, ja, ich habe private USB-Sticks schon für berufsbezogene Zwecke genutzt. Und das kann entsprechend, wie gesagt, hier zu einem Risiko führen, je nachdem auch, was für Daten auf diesen Datenträgern abgespeichert werden. Und wenn wir mal genauer schauen, hier auch eine Studie eines Herstellers von USB-Geräten, was für Daten auf solchen USB-Speichermedien abgespeichert werden, dann sehen wir sehr viele Kundeninformationen. Beispielsweise Präsentationen, die vom Vertrieb vorbereitet werden oder Angebote, die geschrieben werden, etc. Kundeninformationen sind sehr sensible Informationen, die auch im Zuge der DSGVO nochmal weiter geschützt werden sollen. Und wenn diese Datenträger verloren gehen und diese Daten sind nicht verschlüsselt auf diesen Datenträger, dann habe ich generell ein Problem im Zuge der DSGVO, aber auch gegenüber meinen Kunden und nicht nur den Kunden, den es betrifft, sondern alle Kunden, weil das wird die Runde machen. Und dann ist das Vertrauen, das über Jahre aufgebaut wurde zu den Kunden, Lieferanten und Partnern,
auf einen Schlag dahin, wenn in den Medien steht, das sind Kundendaten verloren gegangen. Und das wird ja leider für die Unternehmen sehr stark ausgeschlachtet, wenn es einen Datenverlust gibt. Für die IT-Security ist es gut, denn es wird mehr Aufmerksamkeit auf das Thema der IT-Sicherheit gelenkt, indem man auch zeigt, hier, da gab es wieder einen Vorfall. Liebe Unternehmen, ihr müsst euch schützen, ihr müsst beispielsweise Verschlüsselungsmaßnahmen generell betrachten. In dem Fall ist es gut für die IT-Security, aber schlecht für das Unternehmen. Denn, wie gesagt, jahrelange Kundenbindungen, Partnerbindungen etc. können dann in einem Schlage dann zunichte gemacht werden oder einen gewissen Schaden bekommen. Finanzinformationen werden auch beispielsweise auf USB-Speichermedien abgespeichert. Auch das sind Daten, die im Zuge der DSGVO geschützt werden müssen. Geschäftspläne, aber schädlich, wenn der Mitarbeiter, der Mitbewerber an der Stelle diese Informationen bekommt. Mitarbeiterdaten werden auch abgespeichert. Auch das sind Daten, die schützenswert sind. Denn es sind personenbezogene Daten, auch wieder im Zuge der DSGVO, mit verschiedenen Maßnahmen zu schützen. Marketingpläne, geistiges Eigentum und was ich interessant fand, der Quellcodes. Also anscheinend gehen die ein oder anderen Softwarehersteller oder auch Hardwarehersteller den Weg, dass hier Firmendaten auf USB-Speichermedien abgelegt werden. Das ist auch natürlich sehr kritisch, denn wenn Quellcodes in Hände von Dritten gelangen können, können entsprechende Schwachstellen hier ermittelt werden. Und das gehört natürlich auch geschützt. Wir als eGOmind im Zuge von Software Development as a Service, wir schauen generell, dass die Unternehmensdaten auch immer verschlüsselt sind, auch Quellcodes. Aber es ist interessant, wie gesagt, dass hier das Thema auch von diesem Hersteller für USB-Speichermedien genannt wurde, dass es diese Daten gibt. Hat mich persönlich auch sehr stark überrascht. Genau. Welches Risiko gibt es generell im Umgang mit USB-Speichermedien, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind, beziehungsweise wenn die Systeme auch nicht ausreichend geschützt sind, an denen die Datenträger angesteckt werden? Ja, Diebstahl von Datenträgern habe ich schon erwähnt, aber auch der Verlust von Datenträger ist ein großes Risiko. Je mehr der Mitarbeiter an USB-Geräte hat, desto höher auch das Risiko, dass es einen Verlust gibt, der über längere Zeit auch nicht bekannt ist, wenn diese Daten dann entsprechend abhanden kommen und in Hände von Dritten gelangen, dann habe ich da entsprechend weitere Risiken. Datendiebstahl habe ich ja vorhin schon erwähnt. Nach wie vor in sehr vielen Filmen, die top aktuell sind oder Serien, finde ich es immer wieder lustig, wenn die SD-Karte beispielsweise an einem Rechner angesteckt wird oder ein USB-Stick. Und dann werden wie von Geisterhand die Daten auch den Systemen, die angegriffen werden sollen, abgezogen und auf den USB-Speicher übertragen. Das klingt nach Science Fiction, ist es aber nicht. Also gerade in der Kommunikation oder Kombination mit Bad USB ist das wirklich möglich, dass ich gezielt Daten von den jeweiligen Systemen und den jeweiligen angeschlossenen Netzwerken suchen lassen kann und in kürzester Zeit dann auch auf den USB-Datenträger kopieren lassen kann und diese Daten dann aus dem Unternehmen stehlen kann. Das ist, wie gesagt, nicht nur in Filmen und Serien zu sehen, sondern das passiert auch leider in der Wirtschaft bzw. in der Industrie tag und täglich. Auch der Malware-Befall, wie vorhin gesagt, die Malware-Varianten, die auch sehr stark das Thema USB betrachten und die Verbreitung über USB nutzen. Auch hier sehen wir sehr stark, dass diese Angriffe wieder deutlich zunehmen. Nicht nur auf kritische Infrastrukturen, sondern auch auf die freie Wirtschaft bzw. auf entsprechende Behörden. Die Folgen sind Geldstrafen, DSGVO, Datenverlust und Imageverlust. Und das ist nur ein Teil der Folgen. Also ein Unternehmen, das entsprechende Datenverluste hat oder auch Manipulationen der Systeme durch entsprechende Schnittstellen wie USB, kann hier sehr stark getroffen werden. Wir sehen beispielsweise auch in der Vergangenheit, dass einige Firmen über längere Zeit nicht mehr in der Lage gewesen sind, ihren Geschäftsalltag aufrechtzuerhalten, nachdem sie Opfer eines Angriffs geworden sind. Hier gab es ja in den Medien einige Berichte zu verschiedenen
Szenarien. Und auch, wie gesagt, diese Szenarien können nach wie vor über das Thema USB stattfinden. Aber im Zuge der DSGVO ist es wichtig auch, dass die Daten immer verschlüsselt transportiert werden. Und wenn wir uns das Thema USB-Verschlüsselung genauer betrachten, dann gibt es hier verschiedene Lösungen auf dem Markt. Es gibt die softwarebasierte Verschlüsselung, wie beispielsweise Built-in im Betriebssystem, in Microsoft Windows beispielsweise, wie BitLocker2Go für USB-Geräte oder BitLocker für die lokalen Festplatten. Das möchte ich Ihnen als Beispiel auch gleich mal aufzeigen, wie so eine Verschlüsselung, die Built-in ist und eine Containerverschlüsselung ist, aussehen kann, beziehungsweise Volume-Verschlüsselung ist, aussehen kann und was für Vor- und Nachteile es mit sich bringt. Als Beispiel BitLocker ist am meisten verbreitet, weil es ist ja schon in jedem Windows 10, Windows 11 Betriebssystem beispielsweise vorhanden. Und sehr viele greifen auf BitLocker2Go zu. Da gibt es gewisse Themen, die man beachten soll, und das zeige ich Ihnen an der Stelle genauer. Ist vergleichbar mit sehr vielen containerbasierten Verschlüsselungen bzw. volumenbasierten Verschlüsselungen, also wo ganze Bereiche eines Datenträgers genommen werden und diese dann komplett verschlüsselt werden. Hat entsprechende Themen, die man beachten soll. Gerade wenn ich sehr viele Daten, also ein großes Datenvolumen transportieren möchte, dann habe ich an der Stelle die Thematik, dass ich beispielsweise nicht das komplette Datenvolumen einer Terabyte-Festplatte ausreizen kann bei den ein oder anderen Container- und Volume-basierten Verschlüsselungen. Wenn ich aber im Bereich von Gigabyte rede, da gibt es dann entsprechend natürlich die Möglichkeit, gigabyteweise Daten verschlüsselt über Container- und Volume-basierte Verschlüsselung, wie beispielsweise auch BitLocker2Go verschlüsseln zu können. Des Weiteren, softwarebasierte Verschlüsselung hat dieses Problem nicht. Das heißt, da kann ich den ganzen Datenträger ausreizen. Die Daten werden entsprechend dateibasiert verschlüsselt, aber über weitere Komponenten, die natürlich am Rechner dann installiert werden müssen, wie Kleinkomponenten etc. Und hier findet dann die Verschlüsselung meist automatisch im Hintergrund statt, aber ich brauche eine weitere Komponente, die an den jeweiligen Systemen zur automatisierten Ver- und Entschlüsselung stattfindet, beziehungsweise dann auch auf den jeweiligen Zielsystemen als mobile Komponente vorhanden sein muss, um dann an die Daten heranzukommen. Des Weiteren gibt es auch hardwarebasierte Verschlüsselung. Hier gibt es verschiedene Hersteller, die das anbieten. Wir haben verschiedene Hersteller angeschaut. Es gibt hier No-Name-Produkte, die ich nicht empfehlen würde, sondern man sollte an der Stelle schon das Thema Vertrauen auch in den Vordergrund stellen. Also welchem Hersteller von hardwarebasierten Verschlüsselungen vertraue ich denn? Was gibt es da auf dem Markt etc. und wie sind hier entsprechend auch die Weiterentwicklung der Geräte. Bei hardwarebasierten Verschlüsselungen gibt es sehr oft auch Pentester-Berichte. Das heißt, Pentester sind sozusagen Hacker, die schauen, ob man die ein oder anderen Sicherheitsmaßnahmen auch umgehen kann, um dann auch darauf aufmerksam zu machen. Hier ist es auch wichtig, es kann immer in jeder Software, in jeder Hardware entsprechend Nachbesserungspotenzial geben, aber wie geht auch der Hersteller damit um? Wie ist die Weiterentwicklung der Geräte und sind die Geräte dann auch entsprechend zertifiziert? Nicht nur, dass sie das CE-Zeichen bekommen, sondern dass sie auch von entsprechenden Cybersicherheitsinstituten geprüft wurden. Und hier haben wir auch einen Hersteller, den wir nachher aufzeigen möchten, mit verschiedenen Gerätschaften, die auch verwendet oder bezogen werden können. Und hier möchte ich dann entsprechend einfach mal das Thema softwarebasierte Verschlüsselung wie BitLocker2Go mit einer hardwarebasierten USB-Verschlüsselung Ihnen dann genauer aufzeigen, was hier die Unterschiede sind. Ja, gehen wir direkt auch in die Verschlüsselungsmaßnahmen hinein. Wie gesagt, BitLocker2Go möchte ich Ihnen einfach mal als Beispiel aufzeigen. Was gibt es da für Themen, die zu beachten sind? Ist BitLocker2Go generell sicher? Das kann man schon sagen. Also BitLocker2Go hat entsprechende Verschlüsselungsalgorithmen, die als Verschlüsselung an sich als sicher gelten, wie AES-XTS. Das ist eine aktuelle Verschlüsselungsmaßnahme. Aber es gibt gewisse Themen, die man einfach beachten muss. Bei BitLocker2Go
habe ich die Thematik, dass ich mich nur um das Thema der Verschlüsselung kümmere. Das heißt, es gibt auch gewisse Risiken, die in dem Bereich zu beachten sind. Wie schon vorhin erwähnt, wenn ich nur das Thema Verschlüsselung betrachte, dann kann es sein, dass aber der eigentliche USB-Stick, den ich verwende, gar nicht sicher ist, weil die Firmware manipuliert werden kann. Und somit kann der USB-Stick, der USB-Datenträger dann auch erweitert werden um Bad USB-Funktionalitäten, dass beispielsweise gewisse Eingaben, die ich über die Tastatur tätige, mitgelesen werden können. Und somit habe ich hier das Risiko, dass die Verschlüsselung umgangen werden kann. Weiter auch, nicht nur im Zuge von Bad USB, sondern generell, wie ist der Einstiegspunkt? Man muss sagen, wenn ein Hacker eine Verschlüsselung versucht zu knacken, dann kümmert er sich nicht um die Verschlüsselungsalgorithmen und um die Verschlüsselung an sich. Machen die ein oder anderen, ist aber viel zu aufwendig, hat keiner Lust drauf. Einfacher für Hacker ist es zu schauen, welche Zugangspunkte gibt es zu den Daten. Das heißt, wie kann ich auf die verschlüsselten Daten drauf zugreifen? Und da ist eines der Themen die Authentifizierung an der Verschlüsselung. Also wie sicher sind die Passwörter? Wie komplex sind die Passwörter? Wie werden Passwörter oder auch Schlüsselinformationen übertragen? Wo werden Schlüsselinformationen gespeichert, die dann den Zugang zu den verschlüsselten Daten wieder ermöglichen, weil über diese Schlüssel die Verschlüsselung der Daten stattfindet? Das sind alles Themen. Damit beschäftigen sich Hacker mehr als mit dem Verschlüsselungsalgorithmus und der Verschlüsselung an sich. Auch wenn wir mal betrachten, wie zukünftig Sicherheitsrisiken entstehen können, da haben wir Themen beispielsweise auch wie Quantencomputer. Darüber habe ich auch beispielsweise 2019, das Bild, das ich Ihnen vorhin von mir gezeigt habe, das ist von dem Vortrag über IT-Sicherheit in Zeiten von Quantencomputern gesprochen. Wenn man auch betrachtet, wie Quantencomputer die Möglichkeit schaffen sollen, an die Daten heranzukommen, dann ist es nicht unbedingt das Knacken der Verschlüsselung an sich, sondern dann ist es beispielsweise das Herausfinden der Passwörter zur Authentifizierung oder auch beispielsweise das Thema, dass ich schaue, wo liegen denn die Schlüssel und wie komme ich an die Schlüssel der Verschlüsselung heran, mit denen dann, wie gesagt, auch die Verschlüsselung der Daten vorgenommen wird. Da gibt es einen sogenannten beispielsweise Key Encryption Key, der die Verschlüsselung des Verschlüsselungsschlüssels, also des beispielsweise eigentlichen Encryption Key, File Encryption Key beispielsweise, vornimmt. Wie komme ich an diese Informationen ran? Und damit arbeiten sehr viele Angreifer, sehr viele Hacker, indem sie Ausschau nach diesen Informationen vornehmen, der Verschlüsselungsschlüssel, oder schauen, wie können sie entsprechend die Passwörter oder die Authentifizierungen knacken. Wann werden wie Daten übergeben? Wie werden diese Daten übergeben? Ist beispielsweise das Freigeben des Datenträgers oder der Verschlüsselung ebenfalls in verschlüsselter Form? Oder kann ich hier mitlesen und kann es entsprechend manipulieren? Das sind alles Themen, wo sich die Hacker mit beschäftigen. Wie gesagt, nochmal zurück: Hacker beschäftigen sich weniger mit der Verschlüsselung an sich, sondern immer oder meistens mit den Einstiegspunkten. Und die müssen gesichert werden. Und wie gesagt, da muss auch geschaut werden, dass keine Manipulation der eigentlichen Gerätschaften stattfinden kann. Wenn das nämlich der Fall ist, dann kann ich auch entsprechend den USB-Stick so manipulieren, dass ich diese Informationen nicht nur auf dem USB-Stick dann ablagere, wie die Schlüssel, Passworteingabe und so weiter ist, oder weitere Daten, die auf dem Zielsystem sind. Mit dieser Bad USB-Thematik kann ich beispielsweise auch weitere Aktivitäten starten, dass ich Anwendungen installiere auf dem System, das infiltriert werden soll, oder auch beispielsweise die Passworteingabe, die ich ja mitgelesen habe, dann auf Cloud-Speicher abgelegt wird. Das heißt, ich brauche gar keinen physischen Zugang danach mehr zu diesen Geräten an sich, zu diesen externen Datenträgern an sich, sondern ich kann hier beispielsweise sagen, okay, gut, die Daten, die auf den Datenträger kopiert werden, das soll mitgelesen werden, soll in einen Cloud-Speicher hochgeladen werden. Oder wenn ich doch wieder Zugriff haben möchte, dass dann die Schlüsselinformationen auch oder die Passwortinformationen übertragen werden können. Das klingt sehr theoretisch, aber wie gesagt, das kommt auch in der Praxis sehr häufig vor.
Auch das Thema der Deaktivierung der Verschlüsselung ist ein Thema, wenn Mitarbeiter genervt sind von Verschlüsselungen und nicht den Hintergrund genauer betrachten, warum Daten verschlüsselt werden sollen, dann kann es dazu kommen, dass die Mitarbeiter sagen, ich schalte mal die Verschlüsselung ab. Es gibt nicht immer das Anwendungsszenario der Zwangsverschlüsselung. Und Zwangsverschlüsselung hört sich ein bisschen böse an, aber generell sollte hier betrachtet werden, dass Verschlüsselungen nicht ausgeschaltet werden können und der Mitarbeiter dann das Gerät verwendet. Jeder denkt, okay, die Daten sind ja sicher, aber in Wirklichkeit werden die Daten nicht verschlüsselt und sind somit nicht sicher. Und das sind Themen, die einfach bei BitLocker to go betrachtet werden müssen. Es gibt noch weitere Themen, dass beispielsweise auch die Schlüsselinformationen an verschiedenen Stellen abgespeichert werden, wie beispielsweise in der Hibernate-Datei, beziehungsweise auch teilweise wie der Recovery-Schlüssel lokal. Und mit dem Recovery-Schlüssel kann ich auch wieder an die Daten herankommen, ohne das Passwort der Verschlüsselung und ohne die Art der Verschlüsselung kennen zu müssen. Aber wo wird denn eigentlich BitLocker to go verwendet? Und generell ist auch da die Thematik lieber eine Verschlüsselung, die ja, gewisse Grundthemen betrachtet, als gar keine Verschlüsselung, klar. Aber es gibt da auch entsprechend Themen, die zu beachten sind. Und BitLocker to go kommt von Microsoft und natürlich möchte Microsoft entsprechend die Verbreitung der eigenen Betriebssysteme. Somit ist der Support, also die Unterstützung von BitLocker to go in dem Fall weitestgehend auf Windows-Betriebssystemen. Habe ich aber den Anwendungsfall, dass ich beispielsweise hier an andere Systeme wie ein macOS, Android, iOS oder Linux-System die Datenträger anstecken muss, dann habe ich hier die ein oder anderen Herausforderungen. Aber generell, wenn man nur Windows einsetzt, kann man an der Stelle sagen, okay, hier kann ich ja BitLocker to go verwenden. Die Inbetriebnahme von BitLocker to go ist hier entsprechend über die Systemsteuerung möglich. Ich zeige Ihnen einfach mal auch live, wie man BitLocker in Betrieb nehmen kann. Ich habe hier schon einen Datenträger angesteckt, wie gesagt, über die Systemsteuerung, also für den Mitarbeiter vielleicht nicht ganz so einfach zu finden, aber gibt ja auch die Suchfunktion. Darüber kann man entsprechend BitLocker und BitLocker.go finden. Das heißt, beides ist an der gleichen Stelle zu finden. Wenn ich hier einen Datenträger habe, den ich verschlüsseln möchte über BitLocker.go, dann gehe ich hier erstmal auf BitLocker aktivieren. Es öffnet sich dann ein weiterer Dialog, den schiebe ich Ihnen einfach mal rüber. Und hier kann ich dann sagen, okay, gut, ich möchte ein Passwort, ein Kennwort hinterlegen, das eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Hier in dem Fall, was BitLocker im Gegensatz zu vielen anderen Verschlüsselungen als Vorteil hat, ist, es hat schon mal ein bisschen mehr Komplexität. Das heißt, man kann hier auch Leerzeichen hinterlegen, Symbole, Zahlen, Buchstaben und so weiter. Und das mit dem Leerzeichen. Das geht in Richtung Passphrase. Das heißt, ich habe dann kein Kennwort, sondern ich kann einen Satz bilden, den ich mir einfacher merken kann und der auch in Sachen Sicherheit ein bisschen komplexer ist. Ich nehme jetzt einfach mal ein Passwort. Mein Name ist Hase. Weiß man nichts, was dann später abgespeichert werden soll. Und hier gibt es auch entsprechende Möglichkeiten, dass man Smartcards hinterlegen kann. Aber auch da ist natürlich ein Risiko, wenn die Smartcards eine gewisse Sicherheitslücke haben, dann betrifft natürlich die Sicherheitslücke der Smartcards auch entsprechend der Verschlüsselung. Ich gehe hier auch weiter. Und dann kommt der Punkt, der mir ehrlich gesagt gar nicht bei BitLocker gefällt. Also überhaupt nicht. Weil hier habe ich die Thematik des Wiederherstellungsschlüssel. Das hinterlege ich für jeden Datenträger. Also schon mal mehr Aufwand, ziemlich viel Abspeichermaßnahmen, wenn ich mehrere Datenträger beispielsweise einrichten möchte. Und dieser Wiederherstellungsschlüssel, der dazu dient, dass wenn ich mein Kennwort nicht mehr weiß, dass ich wieder an die Daten herankomme, der soll entweder in einer Datei abgespeichert werden oder ausgedruckt werden. In einer Datei abspeichern heißt, ich lege es irgendwo ab. Jetzt würde ich eigentlich davon ausgehen, dass diese wichtige Information natürlich auch verschlüsselt werden soll. Da macht mir aber Microsoft einen kleinen Strich durch die Rechnung, denn das darf ich nicht. Mein Laufwerk ist verschlüsselt,
Und dann sagt Microsoft, nee, aber da darfst du den Wiederherstellungsschlüssel aber nicht ablegen. Ist verständlich, weil ich muss ja irgendwann mal wieder rankommen, aber aus Sicherheitssicht ist es eigentlich ein No-Go, weil diese Information gehört entsprechend verschlüsselt. Und wenn sie nicht verschlüsselt ist, kann ich auch nach dem Löschen von diesem Rechner, wenn ich es beispielsweise woanders hin kopiere, wo es dann doch verschlüsselt wird, von diesem Rechner die Daten trotzdem über verschiedene Datenwiederherstellungstools herankommen. Und somit ja, ist quasi der Wiederherstellungsschlüssel eigentlich gar nicht richtig gesichert. Und das ist eigentlich eine Katastrophe, weil, wie gesagt, wenn das ausspürbar ist, dieser Wiederherstellungsschlüssel, dann brauche ich kein Passwort, dann brauche ich nicht mehr die Mühe machen, Gerät zu hacken, dann komme ich einfach über den Wiederherstellungsschlüssel ran. Und wie gesagt, wenn das noch unverschlüsselt ablegt, kann man diese Daten auch im Nachhinein wieder herstellen, auch wenn sie schon von diesem System gelöscht wurden und auf einem anderen Gerät gespeichert werden. Also habe ich als Alternative, dass ich hier diesen Wiederherstellungsschlüssel drucken kann. Drucken, muss man sagen, kann auch mitgehört werden oder mitgelesen werden, die Druckaufträge. Als Alternative stellt mir Microsoft die Möglichkeit bereit, dass ich mit Microsoft Print das als PDF abspeichern kann. Und dann ist es wiederum möglich, dass ich die Datei auf einem verschlüsselten Datenträger ablegen kann. Wie sieht eine Datei aus? Öffne es einfach mal. Ich habe das schon im Vorfeld diese Datei abgelegt. Also hier sehe ich auch diese Information ohne weitere Authentifizierung direkt parat und kann dann auch wieder die Herstellung mit der Anleitung der Datenträger vornehmen, wenn ich mein Passwort nicht mehr weiß für die Verschlüsselung. Also wie gesagt, das ist ein Thema, wo ich sagen würde, es gibt auch keine Alternative, dass man das umgehen kann, aber da hat BitLocker ein gewisses Problem in Sachen Sicherheit, was im Design einfach so verankert ist. So, jetzt habe ich diesen Zwischenschritt gemacht, das heißt, ich habe quasi die Datei in eine PDF-Datei abgespeichert. Und als nächsten Schritt habe ich dann hier die Möglichkeit zu sagen, okay, gut, wie sollen die Daten verschlüsselt werden? Es ist interessant, was auch immer empfohlen wird, weil das ist ja das, was der Mitarbeiter einfach durch Weiterklicken dann auch auswählt, wenn er sich nicht mit den Themen beschäftigt. Wenn ich hier sage, okay, mit BitLocker möchte ich nur den verwendeten Speicherplatz verschlüsseln, dann sind die Daten, die zuvor auf dem Datenträger gewesen sind und auch gelöscht wurden, nicht verschlüsselt. Das heißt, ich kann über Datenwiederherstellungstools wieder an die Daten herankommen. Was langsamer ist, aber sicherer ist, ist das komplette Laufwerk zu verschlüsseln, weil dann wird über alle Sektoren des Datenträgers hinweg verschlüsselt, dauert aber Ewigkeiten. Und wenn ich mehrere Sticks habe, die ich vorbereiten möchte aus der IT heraus, dann muss ich halt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das weitere Thema, auch hier wieder die Empfehlung würde ich nicht als Empfehlung sehen, die der Microsoft vorgibt, nämlich den kompatiblen Modus, weil Microsoft sagt, unter Umständen gibt es das Thema, dass ich den Datenträger an einem Windows-Betriebssystem anstecken muss, das nicht aktuell ist. Also das älter ist als Windows 10 Version 15.11. Generell sollte man die Betriebssysteme auch updaten auf die aktuellsten Versionen. Und hier ist es empfehlenswert, immer Updates auch aus Sicherheitsgründen vom Betriebssystem zu fahren und somit dann auch auf höhere Verschlüsselungsvarianten wie ASXTS bzw. XTSIS zu verwenden. Microsoft sagt aber, es könnte ja sein, dass jemand ein älteres Betriebssystem einsetzt, also dann lieber doch auf quasi Nummer unsicher gehen und hier den kompatiblen Modus wählen. Genau, und jetzt kann ich dann auch endlich die Daten verschlüsseln. Das heißt, die Verschlüsselung findet dann statt. Hier sehen wir das Fenster und dann sind die Daten verschlüsselt. Wie gesagt, was mir nicht gefällt, ist das Thema im Zuge von dem Recovery-Schlüssel, denn dadurch kann ich entsprechend an die Daten wieder rankommen als Angreifer auf verschiedene Art und Weise. Und auch die weitere Thematik. Schauen Sie immer, welcher Datenträger verwendet wird.
Auch der kann gewisse Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Hier verspricht hardwarebasierte Verschlüsselung entsprechende Vorteile, die beispielsweise in dem Zuge sind, dass ich das, was ich vorhin gesagt habe, mit BitLocker to go und Microsoft-Betriebssystemen, dass ich das unter Umständen nicht als Problem wiederfinde. Hier habe ich verschiedene Geräte angeschaut von verschiedenen Herstellern. Was ich recht interessant fand, war dieses Gerät auch. Das ist der IronKey About Privacy 80ES. Das ist eine externe Festplatte mit einer SSD, extrem schnell, hoher Datenkapazität, also 2 TB in meinem Fall. Und hier habe ich den Vorteil, dass ich dieses Gerät an so gut wie allen Rechnern oder allen Systemen anstecken kann. Das heißt, dass ich an der Stelle an Geräten mit Microsoft, macOS, Linux, iOS und Android die Geräte generell anstecken kann, aber auch an Systemen ohne Eingabegeräte. Das heißt beispielsweise auch an OT-Geräten, Industrie-PCs und so weiter, denn die Authentifizierung findet über dieses Display statt. Und dann habe ich im Prinzip den Zugang zum Datenträger direkt parat. Das geht über solche Geräte hier wie diese externen Festplatte oder auch im USB-Stick-Format. Haben wir uns den Keypad 200 angeschaut, der auch von Kingston Technology in dem Fall bald veröffentlicht wird. Auch hier habe ich den Vorteil, ich habe einen kleinen USB-Stick mit einem kleinen Formfaktor und kann dann entsprechend meine Eingabe der Passwörter direkt auf dem Gerät vornehmen und kann somit an jedem Gerät das Gerät quasi anstecken, an jedem System das Gerät anstecken. Weiter auch hier im klassischen USB-Format der IronKey Vault Privacy 8, oh, sorry, da ist die Folie falsch. Das ist der Vault Privacy 50, steht aber auch unten auf dem Bild richtig. Ist ein, ja, vom Formfaktor klassischer USB-Stick für alle gängigen USB-Ports. Und hier wird nicht nur Microsoft Windows unterstützt, sondern macOS. Die Inbetriebnahme von dem von dem IronKey Vault Privacy 50 geschieht auch über eine Software, also am Rechner, bei diesem klassischen Formfaktor des USB-Sticks. Und hier ist es relativ einfach. Das heißt, ich habe gewisse Themen, die ich vorhin bei BitLocker gehabt habe, hier nicht mehr. Es ist im Prinzip innerhalb von kürzester Zeit möglich, diesen USB-Stick vorbereiten zu können, dass dann diese auch verwendet werden können und generell auch die Verschlüsselung aktiviert wird. Der IronKey in dem Fall wird einfach aus der Verpackung genommen, angesteckt am Rechner und dann habe ich ein CD-Laufwerk. Das kann ich mal zeigen, wie es aussieht. Genau, so ein CD-Laufwerk, das dann emuliert wird von diesem USB-Stick und darauf finde ich eine ausführbare Datei. Hier wichtig, und das finde ich gut bei Kingston, sie haben generell die Sicherheitsrisiken betrachtet. Outrun-Dateien sollten generell gesperrt werden, weil über Outrun können die ein oder anderen Malware-Infektionen stattfinden. Beim IronKey von Kingston Technology ist es so, dass keine Outrun-Datei da ist. Das heißt, ich habe das Laufwerk, das dann entsprechend angezeigt wird. Und sehe dann entsprechend die Exe-Datei, was eine ausführbare Datei ist. Das heißt, ich muss nichts zusätzlich installieren. Und bei der ersten Inbetriebnahme werde ich dann auch entsprechend gesteuert oder geführt. Ja, gesteuert klingt ein bisschen seltsam. Das heißt, ich habe hier dann entsprechende Möglichkeit, verschiedene Informationen zu hinterlegen. Ganz wichtig für die Verschlüsselung ist natürlich das Thema des Passwortes. Hier kann ich unterscheiden zwischen Passwort und Passphrase. Passphrase, wie vorhin schon erwähnt, sind im Prinzip Sätze, die aufgrund von Leerzeichen, Sonderzeichen, Groß-Kleinschreibung und so weiter und auch natürlich vielleicht Zahlen-Buchstaben-Kombinationen dann eine gewisse Komplexität mit sich bringen, aber einfacher für den Anwender zu merken sind. Und das kann ich an der Stelle dann hier hinterlegen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich 2 Passwörter hinterlegen kann. Einmal für den Benutzer, dass er dann später auf die Daten drauf zugreifen kann. Aber man kann auch ein Admin-Passwort hinterlegen, wo ich dann die Möglichkeit habe, später aus quasi der Ferne heraus dem Mitarbeiter den Zugang an den Datenträger zu gewähren, wenn er sein Passwort vergessen hat.
Das heißt, dann habe ich im Prinzip die Möglichkeit, dass ich ein Einmalpasswort hinterlegen kann, das ich im Zweifelfall, wenn der Mitarbeiter nicht mehr sein Passwort weiß, dem Mitarbeiter mitteilen kann, und er kann dann wieder an seine Daten herankommen. Das ist der Vorteil auch gegenüber den vielen anderen Lösungen. Auch vorhin bei BitLocker haben wir das nicht gesehen. Wir haben den Recovery-Schlüssel, ja, den kann der Administrator bei sich dann haben. Aber den möchte ich nicht unbedingt mitteilen, weil sonst ist generell die Möglichkeit da, dass ich dadurch quasi die Authentifizierung umgehen kann. Besser ist immer, wie bei Band, ein Passwort, dass man ein einmaliges Passwort hat, wo man dann sagen kann, okay, gut, wenn das der Fall ist, dass der Mitarbeiter sein Passwort vergessen hat, dann hierüber ist das entsprechend auch möglich. Es gibt weitere Maßnahmen, wie dass man auch das Gerät schreibgeschützt machen kann. Das sieht man auch hier im Screenshot. Der Schreibschutz bietet die Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, auf diesen Datenträger, da möchte ich ja nur beispielsweise PDF-Dateien und Präsentationen ablegen. Somit darf da keine Veränderung stattfinden, die in die Richtung gehen könnte, dass Malware beispielsweise auf diese Daten sich infizieren können. Und somit können Sie quasi das Gerät hacken. Gerade auch wenn ich beispielsweise zu Produktionsmaschinen gehe, dann kann ich an der Stelle sagen, so, ich habe das Gerät betankt, jetzt wird es schreibgeschützt, es ist nicht mehr veränderbar. Das heißt, die Daten, so wie sie sind, bleiben so und können nicht verändert werden. Genau. Und auch entsprechend hier die Möglichkeit, dass man Kontaktdaten hinterlegen kann, dass wenn der Datenträger verloren geht, dass man auch aufzeigen kann, an welche Stelle kann ich mich melden, um diesen Datenträger wieder zurückzugeben. Aber auch beispielsweise die Sprache kann hinterlegt werden. Das sind sehr wenige Schritte, die man an der Stelle zur Einrichtung hinterlegen kann bei dem Wall Privacy 50. Aber dann habe ich entsprechend hier die Sicherheit. Was wir auch bei der Prüfung der Geräte genauer durchleuchtet haben, ist, wenn ich jetzt das Passwort eingebe, wie sicher wird quasi das Passwort übergeben? Das ist bei sehr vielen Hardware-verschlüsselten Geräten nicht ganz so gut gelöst. Bei Kingston ist es so, dass es wirklich sehr gut gelöst ist und somit auch beispielsweise verschiedene FIPS-Standards ermöglicht oder die Zertifizierung nach FIPS-Standard ermöglicht. Hier ist es so, dass die Übergabe nach der Passwort-Authentifizierung zum Zugang an den Datenträger über einen verschlüsselten Tunnel stattfindet. Das heißt, ich kann da nicht auf unterschiedliche Art und Weise mitlesen, indem ich die Platine anzapfe und so weiter. Je nachdem, was für ein Gerät ich auch habe, sind die Geräte auch physisch nochmal gehärtet. Das heißt, auch hier ist es so, dass eine Manipulation des Datenträgers nicht stattfinden kann, weil beispielsweise nicht nur das Gehäuse sehr robust ist, sondern weil auch beispielsweise die Platine nochmal zusätzlich geschützt wurde, dass man nicht auf die Platine direkt drauf zugreifen kann. Das ist nicht bei dem Wall Privacy 50, aber es gibt weitere Geräte wie beispielsweise den Keypad 200, den ich vorhin erwähnt habe, der auch hier entsprechend nochmal die physikalische Sicherheit mit sich bringt. Hier bei den Iron Keys ist es so, dass ich auch, wie gesagt, nochmal dem Gerät an sich mehr Vertrauen schenken kann. Was mir auch gefällt, ist, dass nicht nur die ein oder anderen Geräte wie der Wall Privacy 50 mit dem Herstellerlogo versehen werden kann, sondern ich kann auch beispielsweise mein Firmenlogo durch das Personalisierungsprogramm drucken lassen. Es wird eingefräst oder genau die Methode ist nochmal sicher als Aufdrucken, was man abkratzen könnte. Und somit sieht auch der Mitarbeiter, dass es mein Firmengerät und nicht ein aus dem Laden gekauftes Gerät. Und somit sieht man, okay, gut, das ist entsprechend von der IT geprüft worden und hoffentlich dann auch sicher. Bei den Kingston Iron Keys, also Wall Privacy 50 beispielsweise, 80 ES oder auch dem Keypad 200, habe ich hier entsprechend noch weitere Schutzmaßnahmen. Wie gesagt, ich kann Passphrases nutzen. Und das ist auch der Vorteil, dass Passphrase reingeschrieben wird, dass es auch erläutert wird, dass die Mitarbeiter dazu gebracht werden, zu sagen, ich verwende nicht ein Passwort, sondern ich verwende einen Satz. Das ist zwar bei BitLocker auch möglich, aber da redet man über ein Kennwort und ein Kennwort ist im Kopf weiterhin ein Passwort. Passphrases sind die Zukunft der Passwörter aus meiner Sicht,
denn sie haben, wie gesagt, eine gewisse Komplexität und sind auch generell einfacher zu merken. Des Weiteren hat hier Kingston noch weitere Sicherheitsmaßnahmen eingebaut, wie beispielsweise den Schutz vor Screenloggern und Keyloggern, Schutz gegen Manipulation der USB-Geräte bzw. der Firmware. Und das sehen wir beispielsweise bei jedem Anstecken der Geräte. Es wird kurz mal geladen. Und wenn wir hier beispielsweise auch den Wall Privacy 80ES betrachten, ne, dann sieht man diesen Self-Check am Anfang. Das heißt, kurz nach dem Anstecken wird überprüft, ob die Firmware verändert wurde oder nicht. Genau, das ist jetzt der Fall. Und wenn sie verändert wurde, dann kann ich mit dem Gerät nichts anfangen. Das heißt, ich habe hier den Schutz vor Manipulation der Firmware. Und das auch immer ersichtlich. Das heißt, ich sehe es, ich kann es entsprechend nachvollziehen. Das Gerät ist so, wie es sein sollte. Und es gibt hier entsprechend keine Manipulation, dass irgendwas an dem Gerät verändert wurde. Dass es beispielsweise nicht zu einer Bad USB-Funktionalität erweitert wurde. Die Thematik, die mir bei BitLocker überhaupt nicht gefallen hat, ist bei Kingston einfach nicht präsent. Ich brauche keinen Recovery-Schlüssel, den ich irgendwo ablegen muss. Ich habe beispielsweise hier die Möglichkeit des Einmalpasswortes oder des Admin-Passwortes und kann somit auch meinem Mitarbeiter jederzeit helfen, wenn er sein Passwort vergessen hat. Die Deaktivierung der Verschlüsselung durch den Mitarbeiter ist nicht möglich, weil das Gerät wird an sich generell verschlüsselt. Wenn ich das Gerät formatiere, bleibt auch, wie gesagt, die Verschlüsselung parat. Somit habe ich auch den Nebeneffekt, dass die Daten sicher gelöscht werden. Das heißt, die Daten bleiben immer verschlüsselt, auch beim Löschvorgang, und man kann sie nicht mehr wiederherstellen, wie bei unverschlüsselten Daten. Das heißt, ich brauche kein zusätzliches sicheres Löschen. Somit die fünf Vorteile aus meiner Sicht, die sich mit den Kingston-Geräten, die ich vorgestellt habe, wie der Vault Privacy 50 oder Iron Key, Vault Privacy 80ES bzw. Keypad 200. Alle bieten generell vom Gerät an sich eine höhere Sicherheit. Es kann nicht manipuliert werden. Es hat entsprechend keine weiteren Risiken, wie beispielsweise das Thema mit der Recovery. Sie sind auch FIPS-zertifiziert in verschiedener Art und Weise, je nachdem, wie man den Schutz haben möchte. Bei dem Wie gesagt, Keypad 200 ist die Platine nochmal entsprechend geschützt. Man kann da nicht, wie bei manchen Pentests, bei anderen Geräten an die Platine herankommen. Die Inbetriebnahme ist doch deutlich einfacher und schneller. Es hat eine bessere Performance, weil die Verschlüsselung findet auf den Geräten statt und nicht nochmal zusätzlich irgendwo beispielsweise softwarebasiert oder auf anderen Geräten. Das heißt, wenn ich eine Datei auf diesen Datenträger schreibe, dann nutze ich die komplette Performance meines Systems aus. Und die Administrationsaufwände sind niedriger. Das heißt, wenn ein Gerät vorbereitet werden muss, kann ich das relativ einfach machen. Wenn ein Gerät quasi zurückgesetzt werden muss, kann ich das auch sehr einfach machen, formatiert werden muss. Oder wenn der Mitarbeiter sein Passwort vergisst, kann ich ihm, wie gesagt, jederzeit helfen durch dieses Einmalpasswort. Bei den Geräten, die keine Software-Authentifizierung haben, sondern direkt in der Hardware die Authentifizierung haben, wie der Keypad 200 oder auch der Vault Privacy 80S, kann ich, wie gesagt, fast unbegrenzt überall und zu jeder Zeit die Daten verschlüsselt verwenden, nach natürlich der entsprechenden Authentifizierung. Das heißt, egal ob es jetzt ein OT-Gerät ist, IT-Gerät, Mobile-Device, was auch immer, ich habe hier entsprechend fast unbegrenzte Einsatzszenarien. Fazit: Beachten Sie generell bei dem Bezug von Datenträgern, aber auch generell der Datenverschlüsselung, dass der Datendiebstahl verhindert werden soll durch Verschlüsselung, Datenverluste ebenfalls und der Malwarebefall so weit wie möglich eingegrenzt wird, dass, wie gesagt, keine Bad USB-Aktivitäten stattfinden, wo auch Malware auf die Zielgeräte gebracht werden können oder an sich die Daten irgendwie beschädigt werden können durch Malware und Co. oder infiziert werden können. Das ist beispielsweise bei Kingston mit dem Schreibschutz geregelt. Vertrauen Sie auch oder setzen Sie Geräte ein, denen Sie vertrauen können. Das ist bei No-Name-USB-Sticks nicht immer der Fall. Wie gesagt, schauen Sie vorher, welche Geräte Sie da
als vertrauenswürdig betrachten können und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, nicht nur die Verschlüsselung, sondern auch ein bisschen was drumherum an sich anbieten. Und dann wählen Sie entsprechend, was gibt es für Möglichkeiten an den Zielgeräten? Kann ich ja softwarebasiert die Authentifizierung vornehmen oder ist es vielleicht besser, die Authentifizierung und Verwaltung der Geräte am Gerät selbst vornehmen zu können? Aber da hat Kingston, wie gesagt, verschiedene Geräte. Drei Geräte habe ich entsprechend hier auch aufgezeigt. Und wenn Sie einfach mal sagen möchten, okay, gut, ich möchte mir so ein Gerät direkt anschauen. Wir als EgoMind sind auf der ITSA Ende des Monats in Nürnberg. Sie können gerne bei uns am Gemeinschaftsstandard Teletrust, also des Bundesverbandes IT-Sicherheit, vorbeikommen. Und hier stehen wir dann auch gerne in Halle 7 an Stand 7310 für Ihre Fragen zur Verfügung. Ja, so viel erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, Ihnen hat das Webinar gefallen und Sie haben die ein oder anderen Informationen mitgenommen, wo Sie sagen können, okay, das ist für mich jetzt wirklich wertvoll gewesen, das auch entsprechend genauer nochmal zu betrachten und bei der Auswahl der Verschlüsselungsmaßnahmen bzw. der Gerätschaften in Zukunft genauer zu betrachten. Was ich auch noch mitgeben kann im Bereich der Schnittstellenkontrolle, hat mir auch immer von Kingston gefallen, dass es ein Personalisierungsprogramm oder eine personalisierbare Möglichkeit, genau, der ein oder anderen Gerätschaften gibt, wie beispielsweise bei dem Vault Privacy 50, dass ich nicht nur die Farbe hinterlegen kann und das Logo hinterlegen kann, sondern dass ich auch beispielsweise die Hardware-ID und die Seriennummer mit meinen Merkmalen hinterlegen lassen kann, die ich bei dem Bezug dieser Geräte festlege. Und das kann ich in den ein oder anderen Device-Control-Lösungen dann auch hier zunutze machen, dass ich diese Merkmale dann hinterlege in der Schnittstellenkontrolle und sage, okay, gut, das sind meine firmeneigenen Geräte und da haben dann die Mitarbeiter entsprechend Zugriff drauf. Alle anderen Geräte erst nach entsprechender Freigabe durch die IT oder IT-Sicherheit, wenn sie dann auch entsprechend geprüft wurden. Das heißt, im Bereich der Schnittstellenkontrolle bietet dieses Personalisierungsprogramm von Kingston auch entsprechende Vorteile. Ja, aber jetzt so viel von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne Ihre Fragen stellen. Ansonsten, wie gesagt, Sie sehen uns auch auf der ITSA dieses Jahr wieder. Da sind wir eigentlich gerne und stehen natürlich gerne für Ihre Fragen, Anregungen oder auch das eine oder andere Gespräch zur Verfügung. Okay. Ja, sehr viele Informationen, die jetzt erstmal verdaut werden müssen. Aber wie gesagt, wenn Fragen sind, jederzeit auf uns zukommen oder sprechen Sie vielleicht auch mit den ein oder anderen Herstellern, wie beispielsweise auch der Kingston Technology. Hier muss ich wirklich sagen, bei den Geräten habe ich starkes Vertrauen und ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, hier ist generell auf Sicherheit Wert gelegt, dass nicht nur Verschlüsselung stattfindet, sondern dass auch alles drumherum entsprechend sicher designt wurde und gestaltet wurde. Okay, dann vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht sieht man sich auf der ITSA in Nürnberg.